Diese Kompetenz, ja, die machen wir jetzt das fünfte Jahr schon. Ja. Im Gesamten organisiere ich das mit einigen Personen zusammen. Das ein Jahr habe ich nicht gemacht, sonst die anderen vier Jahre habe ich immer selber auch daran teilgenommen als Partizipant. Ja. Wie kam es dazu, mal so eine Kompetenz zu machen? Die Idee entstand vor einigen Jahren schon bei einer Generalversammlung hier bei den Sources of Rodeo, mal etwas mehr den Leuten zu zeigen auch, ja. Und, aber keiner wagte sich dran, dann sagte ich mir so, okay, ich werde mal sehen, ob die Gerencia, die Kommission Direktiva dahinter steht. Und dann haben wir eben damit begonnen und das lief am Anfang bis schwer. Viele waren ein bisschen skeptisch, ja, aber die Teilnehmer auch, die ich dann angeworben habe, die wollten alle nicht, die bisschen schüchtern, ja, aber irgendwann im Gesamten immer wieder, ist eine gute Erfahrung. Ja. Also jeder, der hier teilgenommen hat, der hat sich nachher gesagt, okay, es lohnt sich doch. Ja. Und wie viele haben dieses Mal mitgemacht? In diesem Jahr hatte ich 12 Angemeldete. Einer, das war fast jetzt vor ein paar Tagen, dass er absagte und zwei mussten aus unvorhergesehenen Gründen absagen, die fest angemeldet wurden. Also heute haben wir zu 9 daran teilgenommen. Wie ist das? Jeder einer backt seinen Asado und dann läuft Jury rum und schmeckt und prämiert dann? Oder wie vom Rodeo Travel Verein aus geben wir einem jeden Teilnehmer dieselben Schnitte. In diesem Jahr waren es eben 4 verschiedene Schnitte. Eins waren die Rippen, dann die Dünnung und die Colita Quadril und Tapa Quadril. Das sind 4 verschiedene Cortes, Schnitte, die man sagen, ja. Und jeder sollte dann auch noch ein Stück Fleisch von zu Hause mitbringen. Ob Schwein, ob Schaf, ob Ziege, was immer, oder auch irgendwas von Rindfleisch, was immer, das blieb sich gleich. Nur, immer wieder kommt auch die Anfrage, gut, ich tue das Fleisch einen Tag vorher einlegen, ich tue das 2 Tage vorher einlegen, was immer. Jeder hat so seine Spezialität, ja. Und dann sind wir darauf gekommen, eben, dass jeder eben einen Korte von zu Hause mitbringen kann, den kann er dann würzen und so würzen, wie er das will. Ansonsten, die Stücke Fleisch, die hier vom Club aus gestellt werden, die verteilte ich heute um 7 Uhr. Wir haben das immer so, ab 7 Uhr morgens, wer dann hier ist, hier und mit dem Fleisch eben würzen will und das einlegen, was immer, das ist dann um 7 Uhr zur Verfügung. Ja, ich habe das dann heute um 6 Uhr vom Supermarkt abgeholt, aus der Kammer geholt und bis hier gebracht und hier ab 7 Uhr wurde das dann eben zur Verfügung für jeden, ja.